Hallo und happy Montag. Ja, heute ist Montag. Und ich habe mir heute überlegt, ich würde super gern mal einen Vlog aufnehmen. Kann man es so nennen? Ich weiß es nicht. Ich wollte euch gerne diese Woche mal mitnehmen und euch mal zeigen, wie eine typische Woche bei mir so aussieht. Ich mache ja hier meine YouTube-Videos immer. Ihr kennt mich ja von meinen DIY-Videos. Ich habe bisher schon eine Roomtour hochgeladen und für euch ein Video mit meinen Lieblings-Romance-Manga. Das war speziell für den Valentinstag gedacht. Ich verlinke euch das oben gerne nochmal. Aber da immer wieder so Fragen kommen, was ich sonst eigentlich so mache und wie mein Alltag so aussieht, habe ich gedacht, ich nehme euch mal ein bisschen mit und mache mal so einen kleinen Vlog. Also vorweg, ich bin ja Mama von 3 Kindern und war sehr, sehr lange zu Hause. Bin es ja immer noch, bis ich dann irgendwann entschieden habe, dass ich ja gerne mit meinen DIY-Anleitungen Geld verdienen möchte. Und das habe ich vor 4 Jahren, 2019, habe ich damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich mache meine DIY-Videos. Und ja, genau, so bin ich jede Woche produktiv und kreativ und habe mich damit selbstständig gemacht. Ich verdiene damit mittlerweile Geld mit meinem Blog und auch hier mit YouTube. Und das ist genau das, was ich gerne machen möchte. Und ja, da steckt auch eine Menge Arbeit hinter. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal, was ich die ganze Woche über so mache. Heute ist, wie gesagt, Montag. Heute ist so ein bisschen mein Planungstag. Ich habe hier meinen ersten Kaffee schon fast ausgetrunken und bin hier schon fleißig am Computer. Montags beantworte ich immer E-Mails, die reinkommen und schaue, was so ansteht. Eigentlich ist montags hauptsächlich mein Planungstag. Also ich plane immer die nächste Woche, nicht diese Woche. Das habe ich letzte Woche schon gemacht. Ja, leider waren wir aber, besonders meine Kinder, sehr krank. Ich war auch am Wochenende krank. Eigentlich sollte Samstag ein Video kommen. Das kommt dann jetzt nächste Woche Samstag. Und genau, montags plane ich dann immer, was ansteht, was möchte ich auf Instagram zum Beispiel posten und was soll auf den Blog diese Woche kommen, was möchte ich die nächsten Wochen gern auf YouTube zeigen, was für Videos, was für DIYs zum Beispiel. Und damit beschäftige ich mich heute. Heute steht auf meinem Plan vor allen Dingen Instagram. Also ich möchte gerne ein paar Instagram-Posts vorbereiten. Ich habe eben schon ganz viele Fotos gemacht und die bearbeite ich jetzt erstmal am Computer. Damit ich ja, die fertig habe. Am Computer bearbeite ich nur Kleinigkeiten. Ich mache das Licht ein bisschen heller, Schatten etwas raus und ja, mache die Größe halt ein bisschen kleiner, dass es für Instagram passend ist. Und die Feinheiten mache ich dann nachher auf meinem Handy. Da benutze ich dann gern eine App, und zwar Color Story. Das verlinke ich hier unten einfach mal. Damit arbeite ich super gerne. Da kann man Filter benutzen und so ein paar, wie heißt es denn? Effekte. Genau, das mache ich ganz gerne. Und dann poste ich die halt auf Instagram. Ich mache halt, wie gesagt, die Planung. Das heißt, ich schreibe auch schon mal Texte vor, damit ich das nicht machen muss an dem Tag, wo ich es hochlade. Das ist mir nämlich manchmal zu viel. Und wenn ich mich nicht danach fühle, dann fällt es mir sehr schwer zu posten. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte gerne so eine kleine Routine einführen, dass ich vorher schon Posts fertig mache und die dann poste zu dem Thema. Und nicht mehr so, wie ich das bisher gemacht habe, immer für den Tag und dann auch den Text schreiben, weil in den letzten Wochen und Monaten habe ich nicht so viel auf Instagram gepostet und das hätte ich gerne gemacht, weil da viele DIY-Anleitungen zum Beispiel, die ihr hier findet, noch gar nicht auf Instagram sind. Und deswegen möchte ich mir dieses Jahr so eine Routine aufbauen. So, ich habe jetzt sehr, sehr, sehr viel geredet. Herzlich willkommen zu diesem Video. Vielen Dank, dass ihr immer noch dabei wart. Und jetzt geht's los. Ich nehme euch diese Woche mit durch meinen Alltag, Arbeitsalltag. Ja, genau. Let's go. Ja, wie eben gesagt, bearbeite ich jetzt hier erstmal meine ganzen Fotos, die ich eben gemacht habe. Und die sende ich mir dann auf mein Handy, damit ich die da schon mal drauf habe. Und da geht die Bearbeitung dann weiter. Und kleiner Spoiler für euch, ich habe die ganze Woche über gepostet. Ich habe es wirklich durchgehalten. Der Redaktionsplan hat mir sehr geholfen. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich am Dienstag wirklich eine zündende Idee dazu hatte, die mir sehr dabei geholfen hat. In mein Notizbuch, was ich hier gerade habe, da schreibe ich immer so ein paar Dinge auf, die ich gerne auf Instagram mal ansprechen würde. Das hilft mir immer sehr. Ich bin so ein totaler Schreibmensch. Also ich muss mir Dinge mit der Hand in Notizbücher aufschreiben. Dann kann ich es mir besser merken. Es ist aus meinem Kopf raus. Gelesen oder ausgesprochen sehen die Dinge manchmal anders aus. Und ja, deswegen benutze ich einfach immer ein Notizbuch, um mir da nochmal alles so aufzuschreiben. Auch Videoideen kommen da immer mit rein, ganz ungefiltert auch. Also wirklich alles, was mir im Kopf rumspukt, schreibe ich mir direkt auf, um auch Ideen festzuhalten und sie nicht wieder zu verlieren.
Montags arbeite ich meistens so bis um 14 Uhr, dann mache ich erstmal Pause, dann kümmere ich mich nur um meine Kinder und abends mache ich mich dann nochmal auf, um Materialien für meinen Basteltag, den Dienstag, rauszusuchen. Manchmal wünschte ich, mein Tag hätte mehr Stunden. Ich hatte heute so viel eigentlich vor, ich wollte so viel machen, aber ich habe natürlich nicht alles geschafft. Aber ich werde jetzt Materialien raussuchen. Dienstags ist nämlich immer mein Basteltag, also das ist so der Tag, an dem ich hauptsächlich bastel. Also ja, ich bastel eigentlich fast nur. Manchmal schaffe ich sogar ein komplettes Video aufzunehmen mit mir dabei. Genau, hauptsächlich bastel ich dann. Und ja, dann suche ich abends am Montag immer schon Bastelmaterial raus. Das hatte ich jetzt letzte Woche schon gemacht. Dann sind wir ja krank geworden. Deswegen muss ich das jetzt nicht machen. Aber ja, normalerweise würde ich das machen. Falls euch der Vlog gefällt, gebt ihm unbedingt einen Daumen. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich das gerne nochmal. Und dann nehme ich euch gerne mit, wie ich am Montag Bastelmaterialien raussuche. Und lasse euch mit durch meine ganzen Kisten kramen. Heute am Dienstag bin ich leider nicht alleine. Eines meiner Kinder ist krank, deswegen mache ich es heute mit Voice-Over, weil ich hier nicht so sprechen kann, beziehungsweise jemand hier mitsitzt. Ich höre beim Arbeiten, wenn ich am Computer arbeite oder ein bisschen was schreibe, super gern Musik. Oft schaue ich mir auch Videos von Gnu an. Ich weiß nicht, ob ihr Gnu kennt, eine meiner absoluten Lieblingsstreamerinnen. Das ist immer so, das unterstützt mich immer sehr bei der Arbeit. Und ich starte heute mit einer sehr langen To-Do-Liste. Ich habe einiges auf dem Zettel, was ich heute gerne noch machen möchte. Unter anderem schaue ich mir gleich mal ein Video an, was ich schon angefangen habe, was ich diese Woche gerne veröffentlichen möchte. Und weil ja heute eigentlich Basteltag ist, ich aber gar nicht so viel zu machen habe, möchte ich trotzdem gerne das DIY-Video oder die Tutorials, die ich letzte Woche schon angefangen hatte, da war einiges dabei, was noch trocknen musste. Das kann ich dann nicht sofort fertigstellen, da muss ich dann warten. Diese Dinge möchte ich heute gerne weitermachen, aber da der Nagellack jetzt schon eine Woche alt ist, ich benutze immer so UV-Nagellack und 3 Nägel sind mir abgefallen, werde ich diese Nägel jetzt erst einmal ersetzen, damit die wieder schön bunt sind. Ich liebe es einfach, meine Videos mit bunten Fingernägeln aufzunehmen. Ich bilde mir immer ein, dass das so ein bisschen Wiedererkennungswert hat und das werde ich jetzt erstmal machen, bevor ich weiter bastel. Und ja, jetzt setze ich mich erstmal ran und nehme schon mal die Begrüßung auf für das Video, was jetzt am Samstag gekommen ist. Das ja, mache ich immer hier an meinem Basteltisch. Also das ist auch mein Basteltisch, wo ich auch meine Videos immer aufnehme. Da filme ich die Begrüßungen oder auch die DIYs. Ich zeige euch jetzt natürlich hier nicht, was ich heute gebastelt habe, denn das wäre so ein kleiner Spoiler. Ich finde es immer ganz schön, wenn ihr die Videothemen erst dann kennt, wenn das Video auch rauskommt. So, zurück an meinem Schreibtisch. Es ist ein bisschen chaotisch gerade, aber ich wollte euch unbedingt mal zeigen, hier ist mein Computer. Das ist das Programm, womit ich immer die Aufnahmen aufnehme, wo ich meine DIY-Tutorials filme. So sieht das Ganze aus. Und ein kleiner Schwenk durch mein Zimmer zeigt, dass hier gerade ganz schön Chaos vom vielen Basteln ist. Wie gut, dass ich für Donnerstag immer mit einplane, dass ich da aufräume. Mein Start in den Mittwoch war nicht ganz so gut. Ich glaube, man sieht mir an, wie müde ich bin. Aber ich hatte gestern so einen Geistesblitz und habe hier eine ganze DIN A4-Seite im College-Blog vollgeschrieben. Das werde ich jetzt alles einmal in mein Notizbuch übertragen. Denn ich habe gestern wirklich einen Redaktionsplan für mehrere Wochen vorgeschrieben. Das war immer so etwas, was mir sehr schwer gefallen ist, sowas aufzuschreiben. Ich habe immer gedacht, das ist mit unheimlich viel Aufwand verbunden. Aber gestern hatte ich einfach so einen Geistesblitz, als ich abends auf der Couch saß und eigentlich eine Serie gucken wollte. Und deswegen habe ich es einfach aufgeschrieben. Ja, meine Nacht war nicht so gut, weil eines meiner Kinder krank geworden ist. Und normalerweise würde ich sagen, als Creator, ich habe den Luxus, ich kann mir heute sagen, ich nehme es an, wie es so ist und werde heute nichts tun, nicht arbeiten. Aber manchmal habe ich auch zu viel Ehrgeiz und möchte das dann erst einmal fertig bekommen. Gerade diese Liste musste ich unbedingt einmal ins Reine schreiben. Und das habe ich auch gemacht. Viel mehr habe ich am Mittwoch auch gar nicht gemacht und auch nicht geschafft. Aber das ist in Ordnung. Herzlich willkommen am Donnerstag. Hier ist immer noch Chaos. Aber ihr wisst ja, Donnerstag ist mein Aufräumtag. Ich hatte das ja schon gesagt. Das werde ich dann heute übernehmen. Aber erstmal geht's jetzt an den Computer.
Heute geht es mir besser. Ich bin noch nicht ganz so gestresst. Gestern war noch irgendwie super anstrengend. Aber ich habe einen kompletten Redaktionsplan geschrieben für die nächsten 10 Wochen, glaube ich. Also ich habe Instagram soweit geplant. Ich habe auch schon viele Beiträge fertig. Und heute werde ich mich hauptsächlich um YouTube kümmern. Ich werde heute ein Intro drehen für ein Video, was ich schon fast fertig habe. Dann möchte ich gerne noch, ich habe hier schon eine To-Do-Liste geschrieben, das hilft mir immer sehr, alles mal aufzuschreiben, was ich heute gerne so machen möchte. Es sollte aber auch nicht zu viel sein. Dann möchte ich heute gerne noch die einzelnen DIYs filmen von diesem DIY-Video. Und ich möchte gerne noch aufräumen. Donnerstag ist immer mein Aufräumtag. Das habe ich mir fest in meinen Kalender eingeplant, damit ich mein ganzes Zimmer hier mal aufräume. Weil, ja, nach so einer Woche basteln oder wenn ich halt gebastelt habe, ist hier sehr viel Chaos. Heute Abend habe ich auch noch einen Livestream. Also heute Abend bin ich live auf Twitch. Da werde ich dann auch basteln. Da werde ich dann gleich beim Aufräumen schon mal ein paar Sachen mit raussuchen. Und dann möchte ich heute gerne noch diese Folie hier verkleben. Die habe ich mir gekauft und da möchte ich gerne neue Foto- und Video-Hintergründe draus machen. Die klebe ich dann immer auf Holzplatten oder ja, einfach so, ja, große Holzplatten. Was anderes ist es nicht. Damit ich mir dann, damit ich dann neue coole Hintergründe für meine Videos habe. Meine Farben haben sich ja ein bisschen verändert, deswegen habe ich mir hier mal was Neues geholt. Ja, das sind die Dinge, die ich heute gerne so machen möchte und ich würde sagen, let's go! Also als erstes wieder eine Begrüßung aufnehmen und ich muss dazu sagen, meine Struktur ist nicht mehr ganz so gut. Letztes Jahr hatte ich eine super Struktur. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich dann Begrüßungen in einem Rutsch gemacht habe. Also ich habe für mehrere Videos dann diese Anfänge aufgenommen, das Ganze quasi gebatcht. Aber ich muss dieses Jahr erstmal wieder so richtig reinkommen in meinen Flow. Deswegen arbeite ich gerade so ein bisschen stückchenhaft. Manchmal nervt mich das auch, aber ich konnte trotzdem diese Woche gut arbeiten, weil ich mir alle To-Dos, die mir wichtig waren, direkt aufgeschrieben habe und dann nach einer Prioritätenliste abgearbeitet habe. Leider ist diese Woche auch kein Blogpost rausgegangen, weil das auf der Strecke geblieben ist, dadurch, dass ich auch weniger Zeit hatte mit kranken Kindern wieder. Aber ich bin ganz ehrlich, diese Woche habe ich meinen Fokus eher auf YouTube gelegt. Mir war es wichtiger, diese YouTube-Videos fertig zu bekommen, dieses und auch das von Samstag. Dann habe ich noch ein Reel fertig gemacht, das habe ich auf Instagram und auch hier als Short gepostet. Und das waren eher so meine Prioritäten diese Woche. Und diese Aufnahmen ziehe ich dann erst einmal auf meinen Computer, bevor sie dann ins Videoschnittprogramm kommen. Und als ich so am Schreibtisch saß, ist mir aufgefallen, dass mein Kalender immer noch auf Februar ist. Das geht gar nicht, deswegen stelle ich den hier einmal um. Und oh mein Gott, dieses Bild ist so wunderschön. Ich freue mich schon darauf, es die nächsten Wochen jeden Tag sehen zu können. Und etwas, was ich diese Woche sehr vernachlässigt habe, ist auf jeden Fall rauszugehen, an die frische Luft, spazieren zu gehen. Das ist etwas, was mir und meiner Seele immer sehr gut tut, aber diese Woche war einfach sehr anstrengend und so habe ich das irgendwie etwas vernachlässigt. Also dringend auf die To-Do-Liste, täglich wieder spazieren gehen. Donnerstagnachmittag hatte ich dann endlich Ruhe und Zeit, mein Zimmer hier nochmal ordentlich zu machen. Ich liebe es einfach, wenn alles wieder an seinem Platz ist, aber im Bastelchaos ist es halt manchmal nicht so einfach. Ich schmeiße dann einfach alles, was ich geschnitten habe und gerade nicht brauche, auf den Fußboden oder einfach erstmal irgendwo hin. Gerade so im Eifer des Gefechts ist das sehr einfach, aber dadurch ist es halt auch chaotisch. Und ich suche jetzt schon mal die ganzen Bastelmaterialien für heute Abend raus und mache mein Plätzchen fertig für den Livestream. Und damit sind wir auch schon bei Freitag. Ich war gestern Abend ja live auf Twitch. Das ist immer super schön. Ich bastel da immer oder gestern habe ich hier mein Reading Journal weitergestaltet, schon mal die April-Seiten fertig gemacht. Ich finde es einfach immer ganz gut, bei meinem Reading Journal so ein bisschen Vorsprung zu haben. Dann wird es nicht ganz so stressig für mich, wenn ich meine ganzen gelesenen Manga aufschreiben möchte. Und dieses Häuschen hier habe ich gestern auch noch im Livestream gebaut. Das hatte ich sogar extra mal dafür gekauft und es war dann lange verschollen. Ich habe es beim Aufräumen gestern Abend wiedergefunden und es dann endlich aufgebaut. Wenn ihr auch gerne mal beim Livestream auf Twitch dabei sein wollt und ein bisschen mit mir quatschen möchtet, dann besucht die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link für Twitch
mit reingeschrieben. Und hier seht ihr schon mein Kamerastativ. Ich mache das Ganze mal ein bisschen höher. Ich werde jetzt noch ein, zwei kleine Videos aufnehmen. Ich filme jetzt fertige DIYs ab. Das mache ich ganz gerne direkt von meinem Manga-Regal. Wenn ihr meine DIY-Videos kennt, dann kennt ihr ja auch die Ausschnitte mit den fertigen DIYs, die ich dann immer präsentiere. Und das werde ich jetzt einmal machen. Am Computer schmeiße ich jetzt diese ganzen Dateien ins Videoschnittprogramm und dann geht es auch schon ans Schneiden. Ich muss zugeben, Videoschnitt ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Das, was ich am meisten liebe an meiner Creator-Arbeit, ist einfach das Kreative, das Machen, das Schaffen, Planen, mir neue Dinge auszudenken und so. Ich lerne auch richtig gern Neues. Also ich bin schon sehr stolz. Videoschnitt habe ich mir komplett selber beigebracht. Aber es ist einfach nicht meine Lieblingsaufgabe. Manchmal wünschte ich, ich hätte mehr Zeit für kreative Dinge und ja, mich einfach mit solchen Sachen mehr auszutoben. Aber es gehört einfach zu meinem Alltag dazu. Hallo und happy Samstag. Ich sitze wieder an meinem Computer. Ich bin heute Morgen schon um 7 aufgestanden. Das mache ich meistens, wenn ich ein Video fertig bekommen möchte. Die letzten Züge noch fertig schneiden. Das Video ist jetzt fertig. Ich lade es jetzt gerade hoch. Und jetzt setze ich mich an das Thumbnail, damit dann am Samstag, also für euch ist es schon online, ein Video online geht. Ja, das ist immer so das, was ich dann noch samstags eben schnell fertig mache. Mal eben schnell gibt es nicht übrigens, weil alles irgendwie mindestens eine Dreiviertelstunde dauert. Mal eben schnell fertig schneiden, mal eben schnell ein Thumbnail machen, mal eben schnell eine Videobeschreibung schreiben und einen Titel. Also nichts ist mal eben schnell gemacht. Es ist jetzt 10 Uhr. Um 7.30 Uhr ungefähr bin ich hochgegangen. Das heißt, ich sitze jetzt hier auch schon eine ganze Weile wieder. Aber ich mache das Video jetzt fertig. Um 12.30 Uhr soll es dann online sein. Und das kriege ich auf jeden Fall auch hin. Ja. Und das war mein Vlog, meine Arbeitswoche, in der ich euch mal mitgenommen habe. Ich hoffe, es war interessant. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt und wie ihr das so findet. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Bis zum nächsten Mal.